All diese schönen Holzverbindungen. Dabei ist die Lösung viel einfacher. Ich war blind, doch jetzt kann ich sehen. Mit Plastik kann man Holz verbinden. Oder kann man das nicht? Wir wollen es heute herausfinden in einem wunderbaren Hackcheck, der einen Twist hat. Aber wartet auf den Twist, der kommt am Ende. Jetzt wollen wir erstmal sehen, oh, moin, kann ich mit dieser Buddel hier ein Stück Holz verbinden? Erstmal schneiden wir die Buddel klein. Und? Überrascht? Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr überrascht seid. Das ist ein Hack, der tatsächlich direkt bestanden hat. Was? Das kann nicht sein. Du hast ja noch nicht mal getestet. Ha! Aber ich kenne den Hack schon. Ich habe ein bisschen gehackt. Ich habe auch gehackt sozusagen. Das ist eine Technik, die ich aus dem Studium schon kenne. Einige Designer nutzen diese Technik, um mitunter nachhaltige Möbel zu machen. Dazu kommen wir gleich noch. Ich weiß, ihr seid alle schon, Plastik, Nachhaltigkeit, jetzt mache ich ihn kalt. Moment. So weit sind wir noch nicht. Wir sind noch am Part davor. Ich sage nur Hashtag Smash. Also, wir haben gesehen, wir können das Plastik hervorragend hier rumschmelzen. Wichtig, eine Heißluftkanone ist sauheiß, passt auf. Zweitens, Plastik schmelzen, auch nicht so geil, das ist nicht unbedingt gesund. Wir haben es aber in diesem Fall nicht wirklich geschmolzen, sondern erwärmt und ein bisschen verformt. Erste Frage, wie fest ist das? Es geht so. Das ist die erste Feststellung. Das wusste ich aber tatsächlich noch nicht, denn wir haben diese Technik im Studium kennengelernt, aber wir haben sie nie ausprobiert. Also, wahrscheinlich bekommt man das noch etwas fester hin. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich so ein bisschen so, als würde ich um zwei abgebrochene Stöcker einfach eine Schnur binden. Das ist nicht so super toll. Aber ich habe ja auch schon gesagt, Nachhaltigkeit. Das ist eine Technik, die tatsächlich in einigen Möbeln Anklang findet. Wie sehe ich das? Gegen Plastik an sich habe ich erstmal nichts. Oder Kunststoff, weil jetzt natürlich alle wieder sagen, dass das Kunststoff ist. Im Prinzip finde ich Kunststoff oder Plastik gar nicht so schlecht. Was ich immer etwas kritisch finde, ist, etwas als nachhaltig zu betiteln, wenn es nicht wirklich nachhaltig ist. Eine PET- oder auch Plastikflasche ist, genau wie eine Europalette, ein Gegenstand, der in einem Wertstoffkreislauf immer hin und her fährt. Das heißt, wir geben die Flasche ja ab, kriegen unsere 25 Cent, freuen uns, die Flasche wird wieder eingeschmolzen oder irgendwie weiterverarbeitet. Wenn wir dieses Material, in diesem Fall die PET-Flasche, aus dem Materialkreislauf rausnehmen, um das hier zu bauen, dann ist das ein bisschen so wie Europalettenmöbel bauen. Nicht so doll, weil wir erstens Material entfernen, das ist also überhaupt nicht nachhaltig, weil der Kreislauf gestört ist, und zweitens ist es halt nicht das beste Ausgangsmaterial. Nichtsdestotrotz, und das ist das, was jetzt alle überrascht, finde ich diese Technik spannend. Ich finde sie sogar eigentlich ganz interessant und auch schön, weil sie nämlich aussieht wie so ein Verband. Wie so ein armes, kleines Tierchen, was einen Verband bekommen hat. Ich werde jetzt nochmal einen zweiten Versuch machen und gucken, ob wir das Ganze etwas fester verschweißt kriegen. Stabilitätstechnisch war das erste eher so ein Reinfall. Also, zweiter Versuch und dann finales Urteil. Aber ihr seid überrascht. Alle, die jetzt skeptisch sind und sagen, ha, ist gar nicht der zweite Versuch, sieht ja genauso aus wie vorher. Hier ist der erste Versuch. Eine Sache hat Hanna gerade schon gesagt,
Immerhin wissen wir jetzt, wie wir aus einem runden Stück Plastik ein eckiges machen. Wow, tolle Quintessenz. Und für alle meine Epoxy-Guys, guck mal, perfekte quadratisch-rechteckige Epoxy-Form. Ciao, weg damit. Ich mache mich ja immer über Epoxy lustig. Tatsächlich ist das wirklich eine gute Methode, um solche Formen zu machen. Ihr könnt das Plastik um alles herum formen und habt direkt die Form, die ihr für euren Epoxy-Spaß haben wollt. Also insofern, das ist auch schon ein geiler Hack. Mit der Heat Gun und einer Plastikflasche könnt ihr Epoxyform machen. Also auch für euch etwas Positives. Also, wir lassen das jetzt noch kurz ein bisschen trocknen, denn wir wollen ja dem Material die bestmöglichen Chancen geben. Und dann werden wir versuchen, es zu zerschmashen. Eine Stunde getrocknet, jetzt kommt der zweite Smash-Test. Buh! Das hält ja nicht mal auseinanderziehen aus. Was lehrt uns das? Jetzt kommt's. Endlich darf ich das mal sagen, weil ich bin eigentlich auch Designer. Oft ist Produktdesign ein bisschen Bullshit. Hast du es gesagt? Habe ich gesagt. Denn ich habe ja eben gesagt, der Hack ist bestanden. Ist er auch, weil ich finde das tatsächlich optisch und auch von der Idee her irgendwie sehr, sehr spannend. Handwerklich gesehen, und das ist immer die Seite, die man zusammenbringen muss, ist das natürlich komplett durchgefallen. Was soll das? Das hält überhaupt nicht. Es gibt sicherlich vielleicht irgendwelche Prototypen, die etwas besser halten, aber im Prinzip ist das Schwachsinn. Warum gibt es Holzverbindungen so lange? Weil sie gut sind. Genau darüber habe ich ja meine Abschlussarbeit geschrieben. Das Wichtige ist immer, und das gebe ich euch hier nochmal mit, aus meiner Sicht, ich habe ja irgendwie beides, Produktdesign und einen Meistertitel. Das Wichtigste bei solchen Sachen ist, bong, man muss es zusammenbringen. So wie ein Materialkreislauf. Gutes Design alleine bringt nicht viel, wenn es nicht umsetzbar ist. Gutes Handwerk alleine bringt auch nicht viel, wenn es am Ende scheiße aussieht. Deswegen müssen wir beides verbinden und dann feststellen, dass manche Sachen eine wunderbare und optisch sehr spannende Idee sind, aber irgendwie Quatsch sind. Und das ist jetzt etwas obskur. Also der Hack hat irgendwie bestanden, aber irgendwie auch überhaupt nicht. Ha, lebt damit. Die Welt ist schwierig zu verstehen. Oh Gott, Jonas. Also fürs Handwerkliche ist er durchgefallen. Aber ich bin ein kreativer Geist und das möchte ich mir behalten. Keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Ich finde es eigentlich cool. Hack-Shack. Wie findet ihr das denn? Also es ist ja doch ziemlich schwierig. Eher gut oder eher schlecht oder mittelmäßig?